Und wenn ich in die Kinderaugen schaue, weiß ich, warum ich es mache. Es macht Spaß. Am 1. April 1984, das heißt vor fast 40 Jahren, hat Jürgen Philipp sein Geschäft hier in Düsseldorf-Gerresheim aufgemacht. Ist mittlerweile eine echte Institution hier im Viertel. Und warum er darüber hinaus noch ein italienisch sprechender Weihnachtsmann ist, das erzählen wir euch jetzt. Buongiorno. Hallo Matze, herzlich willkommen. Jürgen, du bist seit fast 40 Jahren hier an dem Standort. Was macht Gerresheim für dich so besonders? Dieses, ich sage immer, familiäre Flair und auch dieses italienische Flair. Nicht umsonst heißt es hier bei uns in Gerresheim Little Italy, weil so viele Italiener hier leben, wohnen. Das Zusammenleben, auch zusammenarbeiten, klappt hervorragend. Ich rede immer hier von meinem Baby. Wenn du seit 40 Jahren hier bist, dann kennst du wahrscheinlich auch die Leute im Viertel. Was für ein Verhältnis hast du zu denen? Ich habe ja nun weit über 90% Stammkunden. Das Schöne ist für mich auch zu sehen, wenn Jugendliche heute vor mir stehen, das heißt Erwachsene auch mit 25, 30 Jahren, wo ich mich noch erinnern kann, wo die Mama hochschwanger mit diesen Jugendlichen vor mir standen und Artikel gekauft oder Lotto gespielt haben. Cool. Funktioniert so, du ziehst gleich ein paar Rubbellose und dann beantwortest du die Fragen. Die ich gewonnen habe. Die du gewonnen hast. Genau. Ja, jetzt nicht zufallen lassen. So, dann rummel ich mal. Angenommen, der Hauptgewinn wäre ein Candlelight-Dinner. Mit wem? Natürlich mit meiner Frau. Ja, und wenn deine Frau nicht zugucken würde? Ja, also ich habe auch das Glück gehabt, vor langen Jahren mal Uli Hoeneß kennengelernt zu haben und ein Mensch wie du und ich, also ganz anders als in den Medien. Und das kann ja auch mal interessant sein, wenn man diese sogenannten Promis mal privat und ohne Kamera kennenlernt. Also da hat mir die Antwort deine Frau besser gefallen als Uli Hoeneß. Gut, ich nehme es zur Kenntnis. Ja. Okay. Welcher Promi könnte Annahmestellenbetreiber sein? Da ich Bayern-Fan bin, sage ich mal Thomas Müller. Ich würde die Leute aber totquatschen beim Lottospielen. Ne? Der ist wahrscheinlich auch mehr in seinem Reitstall. Ja, vielleicht. Der schönste Moment des Tages, aufschließen oder abschließen? Im Grunde genommen würde ich sagen aufschließen. Mhm. Dann habe ich den Tag vor mir, ich habe die Menschen dann vor mir alle. Aber abschließen, manchmal ist es auch so. War noch nicht schlecht. Ja, muss man auch sagen. Okay. Du hast schon gesagt, das Viertel hier heißt Little Italy. Ja. Du hast irgendwann Italienisch gelernt. Ich habe mal vor, ich glaube in den 90ern, anderthalb Jahre mal einmal die Woche die Schulbank gedrückt, um ein bisschen Italienisch sprechen zu können oder auch verstehen zu können. Es gibt auch Italiener, die lange hier leben, aber so gut wie kein Deutsch sprechen. Und da kann ich schon mal behilflich sein. Und was heißt auf Italienisch, Sie haben mit dem Lotto gewonnen? Grande vincita dal West Lotto. Dieses Viertel, wo du seit 40 Jahren arbeitest, wo du Herzblut reinsteckst, wo du versuchst, mit den Leuten Italienisch zu sprechen. Was ist dieses Viertel für dich? Was bedeutet dir das und wie wichtig sind dir die Leute hier? Die Leute sind mir wichtig, weil man sie eben schon sehr, sehr lange kennt. Es ist wie eine Familie. Es ist schon, ja, wir sagen immer, das schönste Heim in Düsseldorf ist Gerresheim. Das ist so. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Die Vorweihnachtszeit ist für dich hier nochmal was ganz Besonderes, denn an einem Tag in der Vorweihnachtszeit bist du hier der Nikolaus. Was machst du an diesen Tagen genau, Jürgen? Also grundsätzlich erstmal versuche ich dadurch ein bisschen die Tradition zu wahren. Ich laufe halt als Nikolaus vormittags, nachmittags jeweils anderthalb, zwei Stunden über die Heidestraße, gehe in die gastronomischen Betriebe, in die Geschäfte rein, verteile kleine Nikolause und versuche einfach ein bisschen Freude reinzubringen. Und wenn ich in die Kinderaugen schaue, weiß ich, warum ich es mache. Es macht Spaß. Und was heißt eigentlich Frohe Weihnachten auf Italienisch? Buon Natale. Okay. Jürgen, das war total spannend bei dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Buona serata. Buona serata, Herr Nikolaus. Mille grazie.
Ciao. A prossimo. Tschüss. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus der Westlotto-Welt von spannenden Annahmestellen, Betreiberinnen und Betreibern sehen wollt, auch wenn sie keine Nikoläuse sind, dann folgt uns jetzt gerne auf unserem Kanal.